Der wievielte war es diesmal? Warte mal. Ah, ne, haben wir noch keinen. Okay. Neunzehn, cool, ja, dann machen wir die 20 auf jeden Fall noch voll, ne? Ich wollte zwar eigentlich nur bis 12 machen, aber ich glaube, es wird doch ein paar Minuten länger. Wo geht's denn hier lang? Ach, guck mal, Kistchen. Wir haben immer noch keinen Levelpunkt dazu, das ist doof. Und für die ist eigentlich der besser. Leben. Mist. Dass das Ding aber auch direkt hier so explodieren muss hier, ne? Habe ich nicht aufgepasst. War dumm von mir. Beim nächsten Mal wird alles besser. Ich habe ihr nicht gesagt, welches nächste Mal. Meine Herren. Puh, es ist ziemlich eng. Für den Gegner brauche ich ein bisschen mehr Platz und da explodiert auch noch alles. Das ist schon ganz schön kacke. Ja, das war bestimmt nicht NYC, für New York City. Ja, da. Komm, lad mal die Textur, bitte. Obwohl, könnte sein, ne? Hier war nur die Brückensteuerung und da sind wir reingekommen, ne? Ja. So, wir haben den Jungen, haben wir in der Hand. Das den ganzen Tag machen. Ja, ja. War Absicht. Boah. Das kleine Mistvieh. Ja, er explodiert. Es ist zu eng. Ich muss hier einfach erstmal durch. Ich glaube, ich muss einen größeren Raum suchen. Die 30 kriegen wir noch voll. Mach dir da mal keine Sorgen. Uiuiuiuiuiuiui. Oder vielleicht doch den Dreher. Da oben durch, wenn möglich.
Barriere, alles klar. Minionpunkte, Minionpunkte. So sieht's nämlich aus, Freunde. Boah. Der war echt zu eng, der Raum. Also ein bisschen mehr Auslauf und das wäre alles kein Problem gewesen, aber... Eieieiei. Okay, müssen wir wieder Batterien sammeln. Hubschrapschrap. Nein, Flugzapzap. Rote Lampe, grüne Tür da hinten. Noch irgendwo eine Batterie? Ja, da drüben. Ist schon ziemlich geil, was hier alles kaputt geht. Rote Lampe, angeblich immer noch irgendwie zu wenig Strom. Naja, werden wir mal schauen. Da ist eine grüne Tür. Hier ist noch eine rote Lampe. Battery, please. Battery. Battery. Da hinten war noch eine. Ich? Oh. Keine Battery. Eine Batterie hätte ich schon gern. Stimmt hier hinter. Okay. Man kann sagen, nächste Welle. Nee, noch nicht. Puh. Aufzug. Okay. Elevator. Ordinary AWE. Muss ich aber nicht hin. Ja, sieht so aus, als ob, aber geht leider nicht. Hier ist noch eine Battery. Oh, aha. Noch mal einen dicken Push auf Beschleunigung, wenn wir wollen, fürs Übernehmen. Sieht aber fast aus, als würde hier noch ein Vierter fehlen, ne? Immer noch kein Strom und bla bla bla. Müssen wir also doch mit dem Aufzug fahren. Warum bist du rot, du Zwerg? Ian, meinst du Emser, ne? Ja, ja, ich denke auch, dass wir mit dem Aufzug fahren müssen. Sie ist der Ordinary AWE. Mhm. Das wollte ich vermeiden, hing aber dann doch ein bisschen fest. Wer bist denn du? Achso. Boah, wer ist denn da so stark? Alter, wer ist denn da so stark? 22. Bin ich da jetzt wieder hin, oder? Alter Falter. 12 Uhr, Mann, Fug. Ein bisschen machen wir noch. Benutzt Sprinten, um dich in Sicherheit zu bringen und deinen nächsten Angriff zu planen. Planen. Das ist das Lustige daran. Planen, Freunde.
und ist da Drip geschlagen. Ja, irgendwie so. Muss ich jetzt das Vieh auch nochmal besiegen hier unten? Glück gehabt. Batterien sitzen auch alle. Oh, gute Nacht, Brownie. Mich total verpennt jetzt gerade hier. Oh, kacke. Da ist er. Den hätte ich mir mal lieber runterschießen sollen und übernehmen irgendwie. Jetzt haben wir hier mal gut aufgeräumt. Und es hat Rip geschlagen. Junge, irgendwie so, ne? Guck mal, hier die Sache meint der Emser, ne? So wie Schilder halt. Ja, bis hier war ich eben auch schon mal. Also so. Raummäßig. Verstehst du? Er schläft. Okay. Mimi. Mimi. Und wir feiern 29 Jahre Lichtschein im Schatten. Danke, dass Sie bei uns sind. Ah, da ist unser nächstes Video. Wir haben hier aber auch mächtig Aktivitäten, ne? Da ist eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Sie werden angezogen von archetypischen Objekten, Waffen, Fernsehern oder einem Spukhaus. Nun, Menschen beeinflussen diesen Prozess. Das kollektive Unbewusste ist wie eine Karte. Der Schlüssel ist da, aber wir benutzen ihn falsch. Wir erschaffen diese Archetypen im täglichen Leben. Popkultur, moderne Legenden, aber wir beobachten und steuern dabei ein komplexes Feld von Kräften. Und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zum Gefäß für diese Kräfte wird, steuern wir nur durch unsere Gedanken.
Aber noch können wir das Ergebnis nicht kontrollieren. Und doch wohnt eine Kraft in uns. In unseren Träumen, in den Realitätskonzepten, die unser Geist erschafft. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Sind wir der Ausgangspunkt oder nur ein notwendiges Übel dabei? Ein Nebenprodukt, eine Spiegelung, eine Projektion? Wir werden um Antworten auf diese schwierigen Fragen kämpfen. Bis in den Tod. Was er wohl wörtlich gemeint hat. Krass, Kinder, krass. Die machen hier so ein Fass auf, dass... Eine kuriose Korrelation mit immer noch unbekannten Kräften aktiv in unserer Welt als abgewandelte Weltereignisse. Die machen sogar ein Fass auf bis quasi hin zu Carlos Castaneda und so. Das ist echt ultra krass und geil. So, da haben wir jetzt noch ein paar Schweber. Wo wäre denn unser nächster Kontrollpunkt? Ja, haben wir jetzt gleich, ne? Ja. Obwohl, Ordinary AWE sind wir immer noch nicht drin. Ups, das war doof. Da ist der nächste Kontrollpunkt. Und das ist denn Ende des Streams für heute, Freunde. 5 Stunden haben wir durchgehalten. 5 Stunden, ohne auch nur 1 Gramm zugenommen zu haben. Meinerseits. Wie es bei euch aussieht, weiß ich nicht. Aber, bevor ich den Tag vor dem Abend lobe, manchmal holen wir uns ja auch einen Boss hier rein, wenn wir das aktivieren, ne? Jährliche Evaluierung von Willem Faden, ehemals P6, durchgeführt von Dr. Carlos. Ehemals P6, da hören wir jetzt gleich nochmal rein. Beschreiben Sie in einem Wort die Welt um Sie herum. Wo ist Kasper? Dr. Darling ist heute nicht im Haus. Er ist immer da. Wollte nicht kommen, oder? Er besucht mich nicht mehr, nicht seit Roberts. Sagen Sie, Darling, es war nicht meine Schuld. Ich konnte es noch nicht kontrollieren. Aber jetzt schon. Ich hab's gelernt. Sagen Sie ihm das. Beschreiben Sie bitte in einem Wort die Welt um Sie herum. Eine Zelle. Eine kalte, leere Zelle. Nicht mal ein Poster an der Wand. Mhm. Was ist die nächste Zahl in dieser Reihe? 6, 9, 12, 15. 18! Welchen Tag haben wir heute? Wie zur Hölle soll ich das wissen? Sie geben mir doch keinen Kalender. Sie finden einen Hasen im Wald. Er atmet, bewegt sich aber nicht. Sie sehen kein Blut. Was tun Sie? Nichts. Erläutern Sie das. Ist doch egal, weil der Hase nicht echt ist! Nichts ist echt! Welchen Tag haben wir heute? Stellen Sie den Leuten gerne Fragen, die Sie nicht beantworten können? Bringt Sie das durch den Tag? War das Ihr Traum, als Sie noch eine dumme kleine Göre waren? Können Sie mir einen Hund beschreiben? In Ordinary hatten wir einen Freund. Nasenbluter Neil. Als der Wahnsinn ausbrach, Sie wissen schon, verwandelte sich Neil in einen Hund. Oder etwas Ähnliches. Welchen Tag haben wir morgen? Verdammt nochmal, woher zur Hölle soll ich das wissen? Ohne Kalender! Keine Ahnung! Dylan, beruhigen Sie sich. Sie können mich mal! Sie und scheiß Kasper! Hey, siehst du zu, du alter Wichser? Hast du die Schnalle geschickt, weil du Schiss vor mir hast? Wo ist Kasper? Schicken Sie jemanden, ich brauche... Okay. Unser Brüderchen war ein richtig geiler Typ hier. Naja, gut, der wurde ja echt durch die Mangel gedreht, ey. Aber warum machen die sowas? Guck mal, wir sind einfach Direktorin geworden. Wir sind hier reingeplumpst und sind Direktorin. Und unser Bruder wurde hier... Warum? Haben wir mehr Punkte? Immer noch nicht. Ich werde grün um die Nase. Mich interessiert das dann noch. Wollen wir dann noch schnell gucken gehen, bevor wir Schluss machen? Eisene Rohrpost, Baby. Und da? Ich glaube, der Diaprojektor, wir haben ihn noch gar nicht, ne? Wir müssen den jetzt erst noch erkämpfen, oder?
bekomme ich geschenkt. Es ist alles da. Unser Haus, unsere Schule, der Wald, die Müllhalde. Okay. Warum? Unglaublich. Was soll das? Age 3. Age 2. 1. Wo wäre ich, wenn ich der Dia-Projektor wäre? Hier oben. Okay. Geil. Ich möchte auch mit den Mauern meiner alten Schule irgendwelche Gegner niedermachen. Das ist geil. Oh, was gibt's hier? Ah, cool. Jetzt kommen die mir hier mit einer Zwischenmission. Das Risiko muss ich jetzt einfach. Mist. Oh. Weg. Ich hab die Granate. So, den haben wir. Wir fanden den Dia-Projektor in der Müllhalde vor der Stadt. Haben Sie die auch? Sie ihn dort auf. Wo ist denn die Müllhalde vor der Stadt? Hier ist doch gar keine Stadt mehr. Das hier ist die Mülldeponie, ne? Und außerdem wollte ich da unten rein. Das ist nicht der Dia-Projektor. Hier wollte ich rein, da wurde ich aufgehalten. Boah, Alter. Echt. Letztes Mal haben Sie ein Gedicht erwähnt. Von Thomas Zane? Ja. Das sind wieder wir. Hinter den Schatten, mit denen du dich zu finden bist, wartet ein leuchtendes Wunder. Ich habe das recherchiert. Ich fand keinen Dichter namens Thomas Zane. Nur einen europäischen Filmemacher, der in den 60ern hierher gezogen ist. Was? Es passt zu Ihnen, das Gedicht, wie Sie die Dinge sehen. Haben Sie es vielleicht selbst geschrieben? Nein, Sie sagten öfter, dass Sie sich fühlen, als würde ein Teil von Ihnen fehlen. Können wir darüber sprechen? Okay. Gut. Ich fühle eine Leere. Eine Sehnsucht nach etwas, das ich verloren habe. Es ist ganz normal, dass Sie so fühlen. Sie haben ja Ihren Bruder und Ihre Eltern. Nein! Nein! Dylan ist nicht tot.
Und das ist sie es sprachen nicht. Von ihrer imaginären Freundin aus der Kindheit. Polaris. Sie kam zurück. Nach langer Zeit. Sie ruft mich. In einem Traum. Zeigte sie mir Dinge. Jessie. Es fühlte sich völlig real an. So real wie das, was in Ordinary passiert ist. Der Industrieunfall in ihrer Heimatstadt? Den Polaris verursacht haben soll? Nein, kein Unfall. Es war kein Industrieunfall. Und Polaris hat es nicht verursacht. Sie hat sehr seltsam, Freunde. Jessie. Nein. Es war eine Geheimsache. Die Regierung weiß davon. Es waren Agenten dort. Agenten von... Oh, ich weiß nicht. Sie nahmen Dylan mit. Sie... Ich werde sie finden. Ich gebe nicht auf. Polaris will, dass ich nach New York gehe. Dort gibt es ein Haus. Ich muss bald los. Ich muss zu einer ganz bestimmten Zeit dort sein. Etwas sehr Wichtiges wird dort passieren. Jessie, wir können sie nicht gehen lassen, solange sie nicht gesund sind. Und dazu müssen sie verstehen, was real ist und was nicht. Gummibärchen sind real. Käsekuchen auch. Was? Darmzeit, okay. Turntable, aber das ist doch Blödsinn. Ich glaube, wir müssen... Da unten fündig werden. Ach nee, doch nicht. Also doch hier lang. Zu Darmzeit. Und sehr lecker. Aber weißt du, man hat da ganz schnell ein bisschen Speck auf den Hüften und so, ne? Und Doppelkinn und so, ne? Nee, weil ich gerade noch meinen Chat lese hier und wird der jetzt ewig darauf rumreiten? Sie nein. Die ganze Müllhalde hierher. Ich stehe ja meine Teilschuld. Und niemand hat es gesehen. Alter. Unglaublich. Haben die echt die Mülldeponie hier hingebracht? Oh Gott. Freunde. Auf zur 30. Und irgendwelche Stimmen. Hammer. Okay, weg hier. Ja, ich mag diese Hütte hier. So einer. Shit. Okay, erstmal um die anderen Minions kümmern, denke ich. Wow, fuck. Fuck, 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 fuck. Weg hier. Alter.
Ja gut, aber dann würde ich sagen, das Ende schauen wir uns dann im nächsten Stream an. Puh, Kinder. Weil wir kommen ja jetzt am Kontrollpunkt wieder raus, ne, oder? Sind wir im Kampf. Wir haben am Kontrollpunkt. Dann hat das ja keinen Sinn. Wir sind so wieder hin und dies und jenes und welches. Alter Falter. Ich muss sagen, vielen lieben Dank für die coolen 5,5 Stunden Control. Hat richtig Laune mit euch gemacht. Ich weiß ja jetzt auch, wenn wir uns irgendwann mal sehen, muss ich auf jeden Fall längere Arme mitnehmen, um euch dann zu umarmen, so dick und fett wie ihr seid. Nein, Scherz. Oh, war richtig nett. Kinder, was soll ich sagen? Ich drehe am Rad. Ich finde die Geschichte richtig cool bisher. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube, sie ist einfach entstanden bei diesem Zwischenfall auf der Müllhalde. Aber wir sind ziemlich nah am Ende, denke ich. Also, ja. Gut, keine weiteren Überlegungen. Ich gehe jetzt rüber mit euch ins Feierabendschild und sage ganz einfach, ihr Lieben, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Habt euch wohl, eine angenehme Nachtruhe. Morgen Vize-Samstag quasi, oder jetzt Vize-Samstag. Friday. Fridays for Future. Ja, Freitag der 13., ne? Alles klar. In diesem Sinne, ihr Lieben, gute Nacht.